Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Ich möchte jetzt nochmal ein ganz kurzes Abschlussvideo machen zu Collections, genauso wie es hier auch im Skript formuliert ist, nämlich mit der kurzen Frage, wann sollte man denn jetzt eigentlich Collections einsetzen? Und die simple Antwort ist einfach genau immer dann, wenn Sie mehrere Objekte eines Typs verwalten müssen. Das kann so banale Sachen sein wie bestimmte Dividenden bei Übungsaufgaben oder also Sie können wirklich blind eigentlich zu einer Collection greifen, wenn Sie in irgendeiner Anforderung irgendwelche Pluralwörter hören wie viele, mehrere, einzelne, ähnliche oder so. Das heißt immer, also Collections sind eigentlich in fast jeder Klasse mit vorhanden, wenn diese Klasse sich eben um nicht nur ein Objekt kümmert, sondern um mehrere desselben Typs. Und der zweite Hinweis ist eben auch, bitte hören Sie auf, wenn Sie mehrere Objekte eines Typs verwalten wollen, Arrays einzusetzen, weil diese eben deutlich unflexibler sind. Wir haben es uns im ersten Video, wo wir uns mit List of T beschäftigt haben, gesehen. Die API, die eben List of T bietet, die sorgt einfach dafür, dass unser eigener Code so kurz wird, weil wir eben nicht mehr beachten müssen, ist in diesem Array eine Leerstelle, ist dieser Array voll, muss ich ihn durch einen neuen ersetzen und so weiter. Das macht die List of T eben beispielsweise komplett für uns alleine, ohne dass wir da großartig was dazu tun müssen. Und das ist auch nochmal ein gutes Beispiel eigentlich für Kapselung. Die List of T stellt im Prinzip genau die Methoden bereit, die wir auch von einem Array schon immer erwartet hätten. Und was intern passiert, ist uns eben als Nutzer erstmal vollkommen egal, ob die List of T eben intern ein Array benutzt oder nicht, kann uns vollkommen egal sein. Aber genau das sind eben die Punkte Information Hiding und Datenhoheit, die man hier auch nochmal im Beispiel einer guten Kapselung sieht. Also nochmal, Sie benutzen Collections ab jetzt immer, wenn Sie mehrere Objekte eines Typs haben und versetzen sozusagen Arrays in die Abstellkammer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald.